Hallo zur nächsten Mod-Vorstellung. Heute haben wir hier in Deutz Serie 9 in der Version 1.0. Der Mod hat eine Größe von 18 MB. So sieht er momentan aus. 295 PS, stufenloses Getriebe, 600 Liter Sprit und 60 km/h soll er wohl fahren. Er hat eine nette Spielerei mit eingebaut, zeige ich euch aber auch gleich. Wir kommen jetzt erstmal zu den ganzen Konfigurationen. Es sind nicht viele, aber ein paar gibt es halt. Modausführung haben wir hier die 295, die 312, 336 und dann haben wir hier noch die Warrior Edition. Und wieder die 295. Bei den Reifen wäre es dann so, dass wir hier die Michelin-Reifen haben. Trelleborg, Michelin, Mitas, Continental, BKT, Fredestein, Noggin Tires, wieder Trelleborg. Trelleborg mit Standard, mit Radgewichten, mit Breitreifen, Breitreifen und Gewichte, Zwillingsbereifung hinten, Zwillingsbereifung vorne und hinten, Standard. Bei Michelin wäre möglich mit Standard, mit Radgewichte, mit Breitreifen, Breitreifen und Gewichte, Zwillingsbereifung hinten, Zwillingsbereifung vorne und hinten, Standard. Mit Mitas wäre möglich mit Standardreifen, mit Radgewichten, mit Breitreifen, Breitreifen und Gewichte, Zwillingsbereifung hinten, Zwillingsbereifung vorne und hinten, Standard. Upsala. Continental wäre möglich mit Standardreifen, Radgewichte, Zwillingsbereifung hinten, Zwillingsbereifung vorne und hinten, Standard. BKT Standard mit Radgewichten, Breitreifen, Breitreifen mit Gewichten, Zwillingsbereifung hinten, Zwillingsbereifung vorne und hinten, Standard. Fredestein mit Standard, mit Radgewichte, Zwillingsbereifung hinten, Zwillingsbereifung vorne und hinten, Standard. Noggin Tires mit Standard 2 und Standard. So, Innenraumfarbe könnt ihr auch tauschen, würde dann momentan in diesem Hellgrau so aussehen oder dann diesen Beige. Würde dann so aussehen. Ja. Kennzeichen könnt ihr auch wieder hinmachen. Ja, würde dann so aussehen. Vorne und hinten. So. So sieht er aus. Und wie gesagt, es ist noch eine ganz nette Spielerei angebaut. Zeige ich euch aber wie gesagt auch gleich. So, hüpfen wir mal rein. Wenn ihr sie beide Maustaste gedrückt haltet und dann praktisch links rechts fährt, könnt ihr. Ja, okay, man muss den Motor starten. Ja. Beide Maustaste gedrückt halten, nach links rechts fahren, geht die Tür auf. Ja. Ihr könnt hier einfach die Tür zuschlagen. Ja. Feine Sache das, wie beide Maustasten. Hupe. Ja, Standardhupe. Lassen wir mal noch mit dem Motor an. Rundumleuchten funktionieren. So, das funktioniert auch. Belastung. Sound ist auch da. Schläuche sind alle eingestöpselt, die drei plus den. Ja, genau. Ja, passt. Sehr schön. So. Schauen wir mal. Das funktioniert auch hier sehr schön. Ja. So, jetzt sieht man was. Genau. Passt soweit. So, das Display. Scheint wohl nicht zu funktionieren hier drüben. So, machen wir mal Tempomat wieder rein. Können wir ein bisschen uns umgucken. So sieht es aus hier drin. Ja. Ja, genau. Was haben wir hier noch Schönes? Von außen sieht die Sache dann so aus. Ja, ich denke, 63, ja, läuft doch genau. Sehr schön. Und ja, dann würde ich sagen, gucken wir mal die Sache im Dunkeln an hier. Und genau, so. Okay,
Gut. Gehen wir mal noch kurz in die Nacht. Ihr seht auch hier, wir haben keine Fehler drin. Das passt soweit auch schon. Ja, so, jetzt. Na, jetzt. So. Sehr schön. Gut. Na. Einmal Licht. Zweimal Licht. Geht da hinten ein bisschen was an. Dreimal Licht. Geht da vorne noch was an. Fünfmal Licht alles aus hier drin. Das ist eh schon fast alles standardgemäß. Schon an, wenn man das Licht anschaltet. Ja, man hört auch schön hier drin das Regnen. Auch eine feine Sache. Im neuen LS dann. Wenn ich es richtig mir noch erinnern kann. Ja, genau. Da ist noch der Blinker. Na, man sieht in vorne. Warnblinker sieht man auch an des Knöpfchens hier. Ob das jetzt Standard war, kann ich jetzt so auch nicht sagen. Aber auf jeden Fall, der Blinker funktioniert. Gibt es keine Probleme mit. Auch da beide Seiten oder der Warnblinker. So, gut, vielleicht haben wir schon gezeigt. Viel funktionieren dann. So, ja. Wenn ihr ihn haben wollt, wie immer, Link in der Videobeschreibung unten drin, da könnt ihr ihn runterladen. Und dann würde ich sagen, viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal. Ciao.